Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich habe eine sehr angenehme Nacht hier in dieser Bofe auf dem Papstein gehabt. Und ja, bin jetzt sehr, sehr entspannt. Ich hatte gestern noch eine Begegnung. Und zwar, also ich wusste, dass der Papstein so ein Touristenberg ist. Und da ist ja auch eine Gaststätte obendrauf. Hab da ein Schild gesehen, dass die jetzt in der Jahreszeit nur am Wochenende aufhaben. Habe ich gedacht, okay, alles gut. Also jedenfalls kam eine Touristengruppe, war eine Führung mit Fackeln. Die haben eine Fackelwanderung gemacht, ne? Und ich war dann sozusagen eine dieser Touristenattraktionen für die. Habe mich dann mit der Führerin da ganz gut unterhalten. Die fand das also ganz, ganz klasse, was ich hier mache. Ja, und die anderen, die waren etwas komisch und haben auch nicht mit mir geredet. Und na gut, was soll's. Also jedenfalls war ich dann froh, dass die weg waren und hatte, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Nacht. Bei der Gaskartusche hat jetzt den Geist aufgegeben, finde ich eigentlich ziemlich schwach. Nach 2 Tagen, so viel habe ich ja nun auch nicht gekocht. Ich habe als Backup meine Bushbox bei. Das ist natürlich schon toll, aber so für einen Morgenkaffee, das dauert alles zu lang. Naja, nicht meckern. Gott sei Dank habe ich ein Backup dabei. Ich werde jetzt einfach weiter. Ich denke, ich werde trotzdem noch zum Gorisch und vom Gorisch schaue ich weiter, wohin es mich denn heute verschlägt. Das ist jetzt der Ausblick vom Papstein und der ist traumhaft. Und genau deshalb sind wir ja alle hier. Ja, habe gerade Fritz Meinecke gesehen in seiner G-Klasse. Mit einem Kumpel hat er auch einen Geländewagen. Die waren auf dem Parkplatz zwischen dem Papstein und dem Gorisch. Ja, und dann sind die losgefahren. Recht aggressive Fahrweise, sehr laute Musik. Also, naja, nicht so sympathisch. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ist so. Ja, also die habe ich gesehen. Ja, und ich bin dann nicht mehr auf dem Gorisch rauf. Dann bin einfach weitergelaufen und dann war es zu weit und jetzt bin ich auf dem Feld zwischen Papdorf und Kunersdorf, was aber im Prinzip okay ist. Ja, und in Papdorf habe ich auch eine kleine Bäckerei gefunden, habe mir da ein paar Knacker gekauft und ein Schwarzbier. Ja, und nun gehe ich erstmal nach Kunersdorf und dann gucke ich weiter. So, ich habe es geschafft. Ich bin am Biwakplatz Taubenteich und es ist wirklich wunderschön. Genauso wie ich es auf YouTube gesehen habe. Einfach ein Traum. Das ist der Taubenteich. Da gibt es Lachs und andere Fische.
dass die Feuerstelle, Schutzhütte und was ich eben am besten finde, ist diese Schlafgelegenheit. Denke, die meisten kennen das schon. Ist nur unten verschlossen fürs Gepäck, aber oben eben nicht. Finde ich einfach Hammer. So. Und da werde ich meine Nacht verbringen. Ich freue mich wahnsinnig. Bis später. Und was gibt's zum Abendessen? Lecker Steak. So, ich zeige euch dann noch mal sehr, sehr gerne mein Nachtlager. Ist das genial. Das ist doch wirklich wie in einem Hotel. Was es nicht alles für tolle Sachen gibt. Ich bin wirklich so beeindruckt und sprachlos. Einfach Wahnsinn. Ich wünsche euch eine gute Nacht, gutes Nächtle.